Selam arkadaşlar, ben Alpha King. Kanalıma hoş geldiniz. Futbol serimize devam edelim. Türkiye milli takımı, A millilerimiz, aslan parçaları. Bugünkü mücadelemizde kime karşı oynasın? Türkiye Portekiz maçına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ara kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Desteklerinize daha çok ihtiyacımız var. Buradan trikolarımızı almışız. İzlenme sayılarımız çok güzel arkadaşlar. Ama bu kardeşiniz için bir de şu burada kalsın. Bunu kimle değiştiriyordum ben? Defans. Aynen böyle. Bunu da değiştiriyoruz. Şunun yerine de Merih'i koyacağız. Aynen takımımızı böyle devam ettireceğiz arkadaşlar. İzlenme sayılarımız çok güzel. Ama kardeşinize like de atarsanız seviniriz. Abonelerimiz 201 oldu. Herkese tek tek teşekkür ederiz. Fazla konuşmayalım. Direkt olayımıza başlayalım. Türkiye Portekiz maçına hoş geldiniz. Marco Hagemann, Hansi Küper. Spikerimiz Marco Hagemann. Analizcimiz Hansi Küper. İşte Türkiye'nin aslanları. Taraftar çok sevdik be abi. Aynen öyle, fazla bekletmeden direkt olayımıza dalalım. Bismillah deyip Türkiye Portekiz maçı başlasın. Also es gibt keine echten Zwänge, weil es nicht um Af so yoktur, viel geht. Und wir haben zwei Mannschaften, die für große Fußballkultur stehen. Es kann fazla ein merhamet richtig überwältigendes Spiel werden. Ja, und das Spiel hier, das ist schon im vollen Gange. Die Türkei gegen Portugal. Ve ilk golümüz geldi diyecektim ama olmadı. Atacağız. Atacağız. Gidiyor ve korner. Evet. Ay, Ferdi baba. Sıkıntı yok baba, attıracağım ben size. Ganz starke Aktion von ihm. Respekt. Çıkarttılar. Al baba o topu. O topun sahibi biziz. Hansi, wer ist für dich eigentlich die Schlüsselfigur? Gidiyoruz. Seine Kompromisslosigkeit immer wieder direkt abgeschossen. Ama atamadım. Das hätte beinahe funktioniert. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16 Meter Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde vertan. Oh. Das muss beim nächsten Mal besser werden. İyi yaptık ama olmadı. Canları sağ olsun. Saldırın. Saldırın, çıkamayacaklar. Saldırın. Saldırın. Evet, gidiyoruz. Gerade noch so den Fuß in die Tür bekommen. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Alacağız. Aldık, gidiyoruz. Hoch engagiert an und haben sofort mal das ein oder andere Ausrufezeichen gesetzt. Gidiyoruz ve şut. Er wählt den Weg durch die Mitte, aber was kommt als nächstes? Ja, da hat der Abwehrspieler richtig gut aufgepasst. Fußball ist ja eben auch Kontaktsport. Gidiyor Arda. Ay, geçemedik. Nuno Mendes. Ay. Adamların hayatı şaştı birdenbire. Hansi, dein Eindruck bisher? Sie machen das nicht schlecht, sie investieren eine Menge, aber bisher ist nichts dabei rumgekommen. Cristiano Ronaldo.
hat ihn da nicht richtig durchbekommen. Das war einfach Örümcek adam Mert. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Klasse Technik. Gidiyoruz. Ver baba. Den knallt einfach mal weg. Und da haben sie ihn schon wieder. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Geçmedi. Vitinha. Alın o topu. O topun Lan parasını biz verdik, biz oynayacağız. Demiral. Gidiyoruz, Richtig gidiyoruz. Das könnte klappen. Barış. Ay. Also da kommt nicht jeder ran. Klasse. Alacağız ganz bu maçı. Başka şansı yok. An den Torhüter. Pis oynadık ama. Of. Tamam, sıkıntı yok. Ekball. Sonunda atacağız. Gut, dass da mit der Faust dazwischen gegangen ist. Entscheidet sich dafür. Abschluss. Aber zu unkontrolliert. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Çıkmayın, Vielleicht çıkmayın, hätten sie çıkmayın. Versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Gidecek. Saldır, saldır. Çıkamıyor, çıkamıyor, çıkamıyor. Hata yapacak, hata yapacak, hata yapacak. Hata yapacak. Pepe, ab auf die linke Seite. Rafael Leao. Ein Lupfer, ja warum denn nicht? Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Gidiyoruz, 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 Jetzt gidiyoruz, ist was çıkart. Möglich. Taraf değiş, taraf değiş. Und dann ist der Ball weg und die sehr gute... Taraf değiş diyorum, adama veriyorum. Adam kalkıyor, adamın ayağına veriyor ja. Das Team versucht mit Kombinationen da durchzukommen. Değişeceğiz. Yer değiş, yer değiş, yer değiş. Nuno Mendes. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Arda, Arda, Arda gidiyor Arda. Adama faul yapıyor baba ya. Böyle şey mi olur ya? Vur işte, kır. Vur işte, vur işte, vur işte, vur işte. Giden adama şey çekiyor, şey yapıyor. Bir de son adama ya. Öyle iş mi olur ya? Weiterhin 0 zu 0. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, aber so ein Törchen wäre schon ganz schick. Bak, kendi es geht über die rechte Seite. Es geht über links. Den hat er. Das gibt Eckball für Portugal. Yani böyle saçma bir şey görmedim ya. Şimdi gelecek Cristiano ile gol atacak. Yok öyle değil. Da wird er sich über sich selbst ärgern. Frei vor dem Tor, tamam. Freier Geç. Vor dem Tor. Am allerfreiesten vor dem Tor und er macht das Ding nicht rein. Das ist einfach nur schlecht. Er stellt Baksana den Gegner baba, ganz her und schnappt sich die Kugel. Ganz sauberes Tackling. Er steht für den Begriff Endstation. Vitinha. Cristiano Ronaldo. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Er setzt zum Kopfball an. Hadi bakalım, hadi bakalım. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück gidiyoruz, in den 16 Meter. Bekleme yapma. Arda, Arda, Arda gidiyor. Hier ist die Gelegenheit. Da haben sie Lan niye durduruyorsunuz topu ayağınızda ya? Ben onu anlamıyorum. Und der Halbzeitpfiff. Natürlich müssen Sie jetzt mit Wiederpfiff genau da weitermachen, wo Sie aufgehört haben. Das wird Ihnen der Trainer auch sagen. Vor der Pause, am Ende stimmte fast alles, außer der Abschluss. Tamam, bekleme yapmayın, bekleme yapmayın. Ich hätte nichts gegen Treffer in Durchgang 2. Affetmeyeceğiz. Bu maçı almaya geldik. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Sie sollten genauso gidiyoruz, weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden Sie sich für Ihren Aufwand belohnen. Bernardo Silva. Und den holt er sich zurück. Bak. Ruben Dias. Joao Cancelo. Rumdiasch. Wer hat das Spielverlagerung auf die linke Seite.
Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Das ist eklig für die Verteidigung, solche Laufwege. Aber adamın faul yapacaktım resmen. Yani onu ben yapacaktım. Orada da kısmayacaktım. Hier ist Çalhanoğlu. Klasse durchgesteckt. Ganz wichtige Aktion war das. Diogo Dalot. Er probiert es mal mit dem Heber. Der sieht gut aus. Und der Ballverlust. Und einfach das Bein reingestellt. Ama oraya vermedim. Düz oynadım. Beide Mannschaften neutralisieren sich weiterhin gegenseitig. Da hat er den Überblick behalten. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Rafael Leao. Und die Bahn ist frei. Ein heftiges Tackling. Guter Einsatz. Sowas sieht man immer gerne. Der Abschluss und viele Beine dazwischen. Mindestens eins zu viel. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Yakaladık. Adam kendi kendine düştü. 0 zu 0. Und noch ist Zeit, das Ding für sich zu entscheiden. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Das muss eine gelbe Karte geben. Kardeş ne yapıyorsun? Portekiz'de kesin döner yoktur. Sana döner getirdim. Al lan dedim. Adam yere uçtu. Yok yok, faul yaptık da işte. Biraz sıkıntı oldu. Nuno Mendes. Das ist Vitinha. Raus auf die linke Bahn. Alın alın alın. Bruno fazla Fernandes. İçeri sokmayın fazla. Yanlışlıkla gol atacaklardı. Yanlışlıkla gol atacaklardı. Adin af yok. 0-0. Bitmeyecek bu maç. Çek. Hipersonik, hipersonik, hipersonik. Yakaladık, yakaladık, yakaladık. Er findet. Bardakçı oğlum oradan top mu geçer? Lan yukarıdaki adama verdim ben ya. Ne yapıyorum lan aslında? Diogo Dalot. O da yoğurtçuymuş. Bardakçı, yoğurtçu, Diogo Dalot, Ferdi Baba. Ruben Dias. Ferdi. Und nun Vitinha. Kangal gibi yapıştı, bırakmıyor. So schnell geht adama verdi, adama verdi. Freistoß çok tehlikeli yerde. İkinci sarıyı yeme. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Oh Mann, da geht einer aber hohes Risiko. Die gelbe Karte hat er schon, trotzdem geht er so zur Sache. Er hat Glück, dass er weiterspielen darf. Su atıyor. CR7, CR7, CR7 ama kalede Mert. Örümcek adam Mert. Das war ein klasse Freistoß, aber das ist ja auch ein klasse Torwart. Diogo Dalot. 0-0 bitmesin bu maç. Alacağız. Alacağız. Bu maçı alacağız. Başka yolu yok. Jetzt den präzisen Passspiel. Die Flanke kommt von Mateus Nunes. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es. Die Einsatzbereitschaft ist da. Das Ding will einfach nicht rein, aber der Abschluss ist noch nicht ertönt. Diogo Jota. Auf yok. Devam. Schon läuft der Gegenangriff. Das könnte was werden. Ay, bir tane atmasaydım. Mateus Nunes. Verin baba o topu. Verin baba o topu. Nuno Mendes. Saldırın, hata yaptılar. Saldırın, 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 saldırın. Çıkamıyorlar, çıkamıyorlar, çıkamıyorlar. Sie müssen jetzt doch einfach mehr Gas geben. Der Ball muss irgendwie nach vorne. Sie müssen schneller und vor allen Dingen besser spielen.
Onu biz de biliyoruz baba ya. Kurz orientiert und gut verlagert. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Gidiyor, gidiyor. Çıktık, çıktık, çıktık. Evet arkadaşlar, 90 dakikayı 0-0 bitirdik. İlk yarı mıydı lan? Yok, 90 dakika oldu değil mi? Evet. Bakalım uzatmaları nasıl yapacağız? Halil bismillah deyip tekrardan başlayalım. Ya atacağız, ya atacağız. Ein brillanter Moment kann dieses Spiel entscheiden. Saldırın. Af yok. Hepinizde at gibi ciğer var. Siz bu işi yaparsınız. Cristiano. Bardakçı. Jetzt ist Übersicht gefragt. Gidiyoruz. Auf die Seite gidiyoruz. Ve şut çekemedik. Olsun. Arda Güler. Er ist ein intelligenter Spieler. Er erkennt die Situation, stößt im richtigen Moment nach vorne. Er arbeitet sich die Chance. Adam şansı geçmiş önümüzde. Sıkıntı yok. Die vierte Ecke. Erstmal raus damit. Çıkarttılar, tamam, sıkıntı yok. Dafür bekommt er den Einwurf. Verin baba. Aha, aha, hata yaptı. Diogo Costa. Kendi kalesine atıyordu. Ay. Atacağız baba. Of, bir bakmam lazım nasıl. Kaleciler de fena değilmiş. Her boku tutuyor valla. Das gibt die fünfte Ecke. Der Ball kommt zu Çalhanoğlu. Oraya niye verdi ya? Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Ja, çıkamıyorlar, 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 çıkamıyorlar. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Ay, ama adama faul yaptınız, her şeyi yaptınız ya. Her şeyi yaptınız adamı. Joao Cancelo. Diogo Jota. Da geht er alleine. Okay, das sieht vielversprechend aus. Das waren die ersten 15 Minuten der Türkiye, Portugies maçı 0-0. 15 Minuten noch in diesem Krimi. Und natürlich stellt sich die große Frage, sucht eine dieser Mannschaft noch die Entscheidung oder verlassen Sie sich aufs Elfmeterschießen. Für die Spieler ist das schon eine körperliche und mentale Anstrengung. Wer biliyoruz, ist biliyoruz. Besser gewachsen? Maç geçiriyoruz. Die Mannschaften haben nur noch 15 Minuten Zeit für das erlösende Tor. Artık ayakta duramıyorlar. Gut gesehen, guter Laufweg. Aldık aldık gidiyoruz aldık. Lan adama ne oluyor? Dur gitmiyor görüyorsunuz mu? Mateusz Nunes. Adam olduğu yerde durdu gitmedi. Oyun komple yaptı bizi. Oyun resmen komple yaptı. Resmen. Cristiano Ronaldo. Oyun resmen komple yaptı baba. Diogo Jota. Aldım %100 golümü yediler. %100 golümü yediler. Bunu şey yapacağım, gösterteceğim. Sie müssen es yani resmen gestalten und vor allem müssen sie genauer spielen. Im Moment ist şey da eine Menge Sand im Getriebe. Yenilsinler şeyine giriyorlar. Mateusz Nunes. %100 golüm gitti. Ab auf die linke Seite. Oyunun yaptığı komploya bak ya. Oyunun yaptığı komploya bak ya.
Diogo Jota. Ganz knapp am Tor vorbei. Gördünüz arkadaşlar, bunu paylaşacağım. Topu almıyor, olduğu yerde duruyor, sağa basıyorum, sola basıyorum, her yere basıyorum, hiçbir şey yapmıyor. Oyuncu böyle orada takıl kalmış duruyor. Das wird eine richtig heiße Schlussphase. Hoffentlich bleibt genug Zeit für ihn, jetzt noch was zu bewegen. Da fehlt das entsprechende Timing. Hiç sıkıntı değil. Es gibt Check Rot. Baba. Das ist ja fast unglaublich. Damit Check hat denke gar keiner gerechnet. Und ich bin mir sicher, Aslanım auch wenn ich mir Ferdi, den Trainer so angucke, senle. Darüber wird nach dem Spiel noch zu reden sein. Die Türkei nur noch mit 10 Spielern hier unterwegs. Sıkıntı yok. Artık Mateusz Nunes gerçek yüzlerini göstermeye başladılar. There will be 1 minute added time. Und die Kontergelegenheit. Özcan. Bitti. Şimdi size penaltıda neyin ne olduğunu göstereceğiz baba. Çok güzel bir maç, çok heyecanlı bir maç. Umarım bir like atarsınız, bu kardeşinizi sevindirsiniz. Und das war's. Orkun 120 Minuten sind vorbei. Noch immer keinen Yıldız. Sieger. Und jetzt gibt's das ganz große Kino hier für alle Zuschauer. Elfmeterschießen. Und nun der Hadi erste Schütze. Bakalım. Der erste Elfer immer wichtig. Kökçü neler yapacak? Auf jeden Fall verwandeln. Atarız böyle. Die Angst des Schützen beim Elfmeter, vergiss es. Er behält die Nerven. Aslanım Mert. Görünecek adam Mert. Da steht heute ein echter Hexer im Tor. Fußball ist auch Psychologie. Also wenn er trifft, dann sind sie schon 2 Tore weg. Wunderbar abgewehrt. Ich weiß nicht, inwieweit der Torhüter über Spickzettel im Vorfeld informiert war, aber er hatte genau die richtige Ahnung. Am Tor vorbei! Mert, Aslanım Mert. Wenn der reingeht, wäre der Vorteil schon richtig groß. Aslan parçası. Und sie führen mit Arda Güler. Sie liegen mit 2 Toren zurück. Also wenn der jetzt auch in die Hose geht, dann war absolut kein Problem für ihn. Çak ama. So etwas nenne ich einen Elfmeter intelligent verwandeln. Die Türkei hat die Chance davon zu ziehen. Er überlässt den Torwart Kenan. Und das Ding ist drin. Führung ausgebaut auf 2 Tore. Hadi Mert, hadi Mert, hadi Mert, Mert, sen yaparsın, sen yaparsın, sen yaparsın, ortaya attı şerefsiz. Korkak, korkak. Machte ihn oder machte ihn nicht. Er kann ihn nicht verwandeln. Das gibt's doch gar nicht. Das ist nicht zu fassen. Die Fans sind fix und fertig. Hadi, so eine Chance hadi, wird man so schnell nicht wiederbekommen. Hadi, hadi. Und damit hält er sie im Spiel. Jetzt haben Tekrar beide Mannschaften 3. Ab jetzt darf keiner mehr daneben gehen. Sonst ist es aus. Er haut ihn vorbei. Ne oluyor ya? Da hat der Torwart sich mal eben mit allen Fußballgöttern dieser Welt verbündet. Gitti. Penaltılarda yenildik. Olsun. Bunun bir revanşı olacak baba. Die ganze Hoffnung ruht auf den Schultern ihres Torhüters. Aslanım Mert, sen bir numarasın. Örümcek adam. Mert. Atan yeniyor ha. Wir sind bei Nummer 7. Ob das seine Glückszahl ist? Den hält er! Kein guter Elfmeter. Zu unplatziert und auch nicht hart genug. Niye şut çekemiyor bunlar, anlamıyorum ki. Auf den Keeper sind alle Augen gerichtet.
Aslanım Mertsen, NBA Kolejisi. Ich weiß nicht, inwieweit der Torhüter über Spickzettel im Vorfeld informiert war, aber er hatte genau die richtige Ahnung. Takıma bak sen. Demiral tritt als achter Spieler seines Teams an. Und ay, tuttu ya, bu ne ya? Kein guter Elfmeter. Zu unplatziert und auch nicht hart genug. Kann er den Sieg für sie festhalten? Biliyordum ortaya ama sie haben aşağı atladım ben, ortaya atladım. Biliyordum onun ortaya atacağını. Olsun, bu maçın bir revanşı olacak arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Oyun çok heyecanlı olduğu için bu oyunu yükleyeceğim. Şimdiye kadar çok şükür yenilmedik. Bu ilk yenilgimiz olsun. Maç güzel olduğu için yükleyeceğim. Hoşunuza gittiyse like atın. Hoşunuza gitmediyse yine like atın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizi tekrardan Türkiye-Portekiz maçına dahil edeceğim. Umarım takipte kalırsınız. Sağlıkta kalın. Alpha King, ben kaçar.